Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D bei dem Hero-Mod. Und wir gehen natürlich erstmal schlafen. Das ist ja Classic-Stil, weißt du. Weil wir wollen ja auch am helllichten Tag arbeiten und nicht uns aufs Maul hauen lassen. So. Wir sollten Steine mitnehmen und Schwarzeichenholz. Das ist Schwarzeichenholz alles. Dann nehmen wir nochmal ein 64er-Stack mit, weil man weiß ja nie. Man hat ja auch keinen Bock auf die Fresse zu kriegen. Den kann man oben noch machen, also, ne, weiß Bescheid. So, das Eis am Strauß geholt, ne? Ja, genau. Gut, ab nach oben. Ah, ne, warte, hier. Hier. Ich muss den Weg echt eigentlich mal schöner machen, ne? Der ist totale Pampa, das ist katastrophal hier. Naja, es hat ja alles Zeit. Ach, halt die Schnauze, Schweini. So. Schade, dass die kein Essen geben. Das ist echt so ein großer Nachteil, muss man wirklich mal sagen. Aber man kann das halt leider auch nicht ändern. Müssen wir nur noch unseren genauen Standort finden. Unser Circa-Standort. Der war hier, ne? Der müsste echt hier gewesen sein. Also wenn hier noch irgend so ein Weg nach unten führt, dann war er da. Ja. Hier war's. Und auf welche Höhe sind wir gegangen? Ein oder zwei runter? Ich glaube zwei runter. Ja, zwei runter. Und das andere war dann Dings, habe ich dann ausgeglichen mit Erde. Ich glaube so rum war's. Wir machen es jetzt einfach mal so. Wird schon alles gut gehen. So. Ja, okay. Das wird anstrengend. Nee, eigentlich nicht. Bin ja schon gleich durch. Guck mal hier. Nee, so weit habe ich nicht runtergegraben. Ich habe nur eine Schicht runtergegraben, ne? Den Rest habe ich aufgefüllt. Ja, so war es. Eine Schicht. Jojo. Nicht mit mir, meine Freunde. Ich weiß Bescheid. Ah, und wir sammeln Setzlinge. Das ist natürlich auch ganz geil. Ein schöner Zwischenmove irgendwo. Hat zwar keine Ahnung, wie viel wir sammeln werden, aber wenigstens ein bisschen was. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Und da hinten haben wir auch Schafe, die müssen wir dann auch mal eingehegen. Wie sagt man das eigentlich? Einsperren. In Gefangenschaft nehmen. Da war, glaube ich, unser Weg, den wir nach unten gewählt haben. Den anderen haben wir zugebaut, oder? Bin mir gerade unsicher, aber ist ja auch egal. So. Wir machen jetzt erstmal hier schön Platz, dass wir schön Baufläche haben. Was halte ich für Luxus? Ja, die genauen Baustelle kenne ich jetzt auch nicht mehr. Also den genau da, wo ich es gebaut habe. Aber ich denke mal, das ist ja auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass wir diese wunderschöne Gegend hier wieder haben. Und dass Herobrine funktioniert. Das ist das A und O. Ich bin jetzt echt wirklich nervös, weil ich mir immer denke, wann kommt die Sau und wann nicht, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen mies, ehrlich gesagt. Egal. Ja, unsere Schaufel ist gleich kaputt. Dann mache ich noch hier in die Richtung weiter. Weil ja hier das Hausen gebaut wird. Und bevor ich weiter baue, bevor ich weiter Erd abhacke, mache ich hier erstmal das zu. Genau. So. Wie viele Setzlinge haben wir bekommen? Was schätzt ihr? Hat irgendjemand eine geschätzte Zahl? Ich schätze 7. Bis jetzt. Einfach mal so just for fun geschätzt, ne? Oh, oh, wird es noch reichen? Nein, ich glaube nicht. Habe ich zwei Schaufeln gemacht? Ja, ne? Ja, doch, ich habe zwei gemacht. Ich glaube schon. Ja, habe ich voll. Oh, es waren wirklich 7, ich habe jetzt 8, geil. So, den kann ich ja gerade mal einpflanzen. Und nicht runterfallen im besten Falle. So, ganz vorsichtig, jawohl. Zack, zack. Die Hake habe ich natürlich nicht dabei. Scheiße. Könnte ich aber gerade mal gebrauchen, mein Herr. Geben Sie mir die Hake. Habe ich gerade einen Zombie gehört? Nee. Doch? Nein? Ach, egal. Ist die Hake kaputt? Oder habe ich sie einfach nicht aufsammeln können? Naja, mache ich es aus Eisen. Ist ja scheißegal jetzt. So. Ach so, ich brauche noch eins hier. Und so. Weil ich will ja noch eine Schaufel machen, ist ja logisch. Mache ich erstmal die Hake. Ups. Nummer 1. Und Nummer 2. Kann man ja oben gerade nochmal schnell erledigen. Hier muss ich raus, ne? Alter, ich vergesse es aber auch immer wieder, dass ich hier raus muss. So. Alter. Junge Master, learn to play, weißt du. Ich konnte nicht springen, Freunde. Weil da leider etwas im Weg stand. Das ist einfach die sicherste und die beste Treppe. Jenseits von Erden, weißt du? Ha,
Habt ihr verstanden? Witz. Eden, ach egal. Okay. Gut, gib ihm. Tschick, 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 tschick. Ja, man kann eigentlich alle Vierer breit machen, so, aber naja. Gibt's auch Wichtigeres, ne? So, dann wachs mal schön, mein Weizen. Da muss ich dich gießen, hä? Hm? Mit viel Liebe und mit dir reden. Wo haben wir weitergemacht? Wo haben wir aufgehört? Ich glaube. Ja. Hier geht's weiter. Ich denke, die Schaufel müsste jetzt für unser kleines Abenteuer hier noch reichen und dann kann man schon mal anfangen zu bauen. So ist es jetzt geschätzt zumindest. Ich finde es gerade gut, dass sich Herobrine ein bisschen Zeit lässt, aber okay, wir waren noch in der Höhle drin. Ne? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er in die Höhle reinkommen kann. Wäre zumindest schön, wenn es nicht so wäre. Dann fühle ich mich da wenigstens ein kleines bisschen sicherer. Aber ich glaube, ich werde noch übelst auf die Fresse kriegen, wenn ich mich sicher fühle in so einer Höhle, weißt du? Bei so einem schönen Höhlenabenteuer und auf einmal... Dann spielt er so wieder voll rum. Naja. Andere Geschichte. Ich will über ihn nicht reden. Ich habe Angst vor ihm. Ich bin gestört wegen ihm. Ich drehe schon durch wegen ihm. Ja, genau. So auf die Ebene haben wir hochgebastelt. Dann kann man das ja alles noch ausgleichen hier. Es wird zwar viel Arbeit, aber was ist bei mir schon keine... Arbeit, ne? Ich muss ja immer übertreiben, ihr kennt mich ja. So, noch ein paar Setzlinge, geil. So, das jetzt gerade mal zubauen. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ups. Das sollte nicht passieren. Ah, ne, doch, ich muss ja eh zwei Ebenen höher. Ja, okay. Dann darf das passieren. Hier gleiche ich auch noch mal ein bisschen aus. Hatte ich, glaube ich, auch gemacht, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Das ist unsere Traumebene, auf die wir uns befinden möchten. Habe ich gerade mal 15 Erde verbraucht oder hat sich das wieder neu aufgefüllt? Keine Ahnung, ich habe es ja jetzt leider nicht gesehen. Nee, das ist bestimmt wieder aufgefüllt, oder? Naja, ist auch egal. Gibt es schlimmere Dinge oder wichtigere, um die wir uns jetzt kümmern müssen? Und das machen wir jetzt auch gerade. Eigentlich sollte ich nicht so hier schrumpfschlendern, weißt du? Ah ja, der hat es bestimmt wieder aufgefüllt, weil hier ging es jetzt auch gerade reibungslos. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das muss noch mal ein bisschen weg. Ja, selbstverständlich, das war ja auch so markiert. Ja, ja, das war dann unsere Baufläche, definitiv. Oh ja, schön Setzling her. Oh ja, oh ja, oh ja. Hör nicht auf, oh ja. Huhu. Ja, okay, Blumen brauche ich jetzt keine. Aber egal. So wird schon irgendwie reichen. Oh, da haben wir noch mehr. Oder war das jetzt gerade nur Gras? Ich habe es gerade gar nicht genau gesehen, aber ist auch egal. Ist ja egal, weißt du, ich kann damit leben, Freunde. So, die Umgebung rundherum lassen wir natürlich ein bisschen so. Also, dass es auch so schön aussieht, ist ja klar. Haben wir nochmal gerade hier dieses obere Ding weg. Ja, genau. Bis hierhin habe ich weggemacht, weil das ja der Gang ist, der nach unten führt. Das weiß ich noch schämhaft, weil ich bin da ja auch runtergelaufen. Ja, so weit weiß ich, glaube ich, noch. Also, wenn ich richtig liege, kann ja auch sein, dass ich mich gerade täusche vom Allerfeinsten. So. Vorsorge ist besser als Nachsorge, ne? Hier zumachen und hier zumachen. Ja, das ist eine schöne Baufläche. Da vorne muss ich noch das bisschen wegmachen und dann kann man eigentlich schon gut loslegen. Ich werde hier mal die Setzlinge setzen, ne? Haha, witzig. So, ist hier schon was gewachsen? Nein, noch nicht, aber es steht kurz davor. Kurz davor. Also ich hasse zwar so provisorische Dinge, aber irgendwie ist das schon sehr nützlich, muss man echt mal sagen. Wieso ist das... Ah, okay, ich wollte gerade meckern, wieso das Feld noch trocken ist, aber jetzt weiß ich es ja. Es war nur noch nicht feucht genug. Klingt irgendwie voll pervers, aber naja, passt. Ich habe mir noch nie perverse Sprüche gedrückt in so einem Let's Play, also von daher ist es okay. So, Erde, hau dich weg, Junge. Mach ich gerade den falschen Hügel weg? Ja, ne? Ja, das war gerade der falsche. Aber egal, früher oder später hätte der auch weggemusst, ihr kennt mich ja. Erstmal so ein Dorn im Auge, weißt du? So. Schön weg mit dir, du Gammelding. Bäms, Junge. So muss das aussehen. Ja, langsam können wir anfangen. Ich muss doch echt versuchen, hier das hier wegzukriegen, aber die Schaufel hält das definitiv nicht durch, ja. Da ist es schon am Arsch. Wir wollten ja schön in der Nähe von diesem Dorf hier bauen. Da mache ich gerade noch mal ein bisschen hier mit der Hand. Ist ja jetzt auch uninteressant irgendwo. So. Wunderbar. Gut, fangen wir an, ne? Fangen wir an mit dem Abenteuer. Erstmal den Grundriss, so wie wir es ja kennen.
Ich glaube, ich habe ein bisschen hier hinter gebaut, ne? Kann das sein? Naja, ich fange jetzt einfach mal hier an, ist ja egal. So, 1, 2, 3, 4. Batsch. 1, 2, 3, 4. Batsch. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, den habe ich länger gemacht, ne? 5, 6, 7, 8. Nee. 1, 2, 3, 4. Da habe ich jetzt nämlich... So mache ich jetzt mal am besten. Weil das muss irgendwie hier ein bisschen passen. 1, 2, 3, 4. Das würde man auch so sehen. Ja, das... Och, jetzt wird es gerade dunkel. Weißt du, wo ich gerade hier so voll abgehen wollte. Mist, verbaut. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gut, dann muss man hier ein paar Fackeln auf den Boden stellen. Dann spawnt ja auch weniger. So. Habe ich noch Stöcke einstecken? Ja, gut, ich kann ja schnell welche machen. Ja, ich habe eh keine Kohle. Ach, Mann, ist ja wie im wahren Leben, ey. Fuck. Egal. Oh, ich krieg wieder gut Hunger. Also den nächsten Kampf, den würde ich wohl schwer überleben. Ich habe gerade was gehört. 1, 2, 3, 4. Den habe ich definitiv größer gemacht. Ich habe hier zwei gemacht. Dafür brauche ich Erde. Moment. Obala. So, das kommt wieder weg. Alter, diese scheiß Blätter hier überall. Die, wegen dem verbraucht man sich auch ständig. Jetzt kommt hier. Machen wir da sowas hin oder machen wir da einfach nur ganz normal Stein? 1, 2. Ich glaube erstmal, dass ich zu Stein tendiere. Ja, ich denke erstmal zuerst tendiere ich zu Stein und dann mal gucken, was noch abgeht. So, Moment. Und jetzt so. Ja, das hat Hand und Fuß. Ich glaube, so war es auch gewesen, ungefähr. Ja, doch, dann waren hier nämlich hier so, ne? Zwei Fenster. Genau. Damit man auch schön überall rausgucken kann. Ich liebe sowas, ja, total. Und das habe ich einfach nur durchgezogen. So, tschakka, 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 tschakka. Na, habe ich mich schon wieder verbaut wegen der Pflanze. Hä? Gut, das muss auch durchgezogen werden. Und dann habe ich ja auch die Treppen entlang gebaut. Die Treppen mache ich auf jeden Fall immer noch. Aber jetzt anders. Also, das könnt ihr euch jetzt so vorstellen. Ich zeige euch das mal gerade. Ich sehe nichts. Ja. So, okay. Ich brauche Kohle, 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 Kohle. Was ist da hinten? Was ist das? Aber das ist eine Baum mit einer Blume drin. Keine Ahnung. Ist auch egal. So, dieser Weg. Ja, passt nur ungefähr. Machen wir mal weiter. Zack, zack. Da kommt jetzt wieder das Holz hin. So, hier ist 2. 1, 2, 3, 4. Ja, warte mal. 2. 4. 6. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt mal ein bisschen verändert. 1, 2, 3, 4. Ja, so mache ich es. Genau so. Ich glaube, das ist jetzt nämlich so. Das wird mal so ein ganz spezielles Haus. Einfach mal komplett mal was ändern, weil ich mache ja immer sonst hier so Standardkacke. Und keiner mehr will Standardkacke sehen. Ich brauche mehr Holz. Also ich brauche anderes Holz, eher so rum gesagt. Komme ich an mein Essen dran? Würde mich schon gerade ein bisschen glücklich schätzen, ehrlich gesagt. Aber, naja. Wow. Nicht runter auf einen Master. Ist das schon Update? Das war nicht, ne? Scheiße, bin ich doof. Wow, 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 schon Gegner. Gegner, Gegner, ab nach unten, ab nach unten. Ich bin safe, safe. Naja gut, ich brauche, ja, ich gehe schlafen. Macht ja gar keinen Sinn. Und ich würde einfach mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.